Saarbrücken gegen Braunschweig, zwei Teams, die ziemlich synchron in dieser Liga unterwegs sind. Siebter gegen Achter, viermal gewonnen, viermal unentschieden, zweimal verloren. Über 10.000 Zuschauer im Ludwigspark, Flutlicht. Das ist eine wunderbare Voraussetzung für den Einstieg in diesen 11. Spieltag. Grimaldi, regelwidrig oder nicht, wie er sich da durchsetzt. Minos Guras, die erste gute Gelegenheit in der 20. Minute für die Hausherren. Grimaldi auf Guras. Eintracht Braunschweig über Schlüter. Und Schulz, klasse Parade, Daniel Batz. Unfassbarer Reflex, macht alles richtig, geht in die Mitte, sodass er alle Optionen hat. Und hier muss er sich lang machen gegen den Kopfball von Braunschweigs Innenverteidiger. Kolschinat sieht, dass seine Mannschaft schon in dieser ersten Halbzeit gute Gelegenheiten hatte. Die Richtung stimmt, ruhender Ball war bislang in diesem Spiel auch immer mal wieder eine Option. Da bleiben sie jetzt erstmal hängen. Grimaldi, eine Körperdrehung reicht. 36. Minute, der FCS geht in Führung, weil Braunschweig nach diesem abgefälschten Ball die Orientierung hinten verliert. Schiele ärgert das ein bisschen, merkt, dass seine Mannschaft Passagen hatte in Durchgang 1, wo sie ja nicht unbedingt so gut drauf waren, aber Braunschweig fuchst sich zurück in dieses Spiel. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Daniel Batz. Und das ist alles regelkonform. Robin Krause hat ganz viel Zeit. Und in der Mitte ist es ein leichter Kopfball. Leon Lauberbach. Keine große Aktion, aber wirkungsvoll. Alles regelkonform. Wie sich dort Krause durchsetzt gegen Pius Kretschmer. Und dann ist es am Ende ganz einfacher Fußball, der zum Erfolg führt. Braunschweig ist in der zweiten Halbzeit richtig gut unterwegs. Kolschinat ärgert das. Seine Mannschaft verliert hier gerade ein bisschen den Faden in der 57. Minute. Und das ist gerade in der 60. Minute, in diese Drangphase von Eintracht Braunschweig. Grimaldi macht wieder mal den Ball fest und hat den Blick für Luca Kerber, der junge Mann beim 1. FC Saarbrücken. Seit Januar ist er Stammspieler, hat nur wenige Minuten verpasst. Sein erstes Tor überhaupt und dann so ein Traumtor. Also wenn er sich den hier merkt, dann wird er demnächst wahrscheinlich häufiger treffen. Insgesamt ist es eine zweite Halbzeit, die dann doch eher Eintracht Braunschweig gehört. Aber sie rennen im Rückstand hinterher. Kobylanski und Giertz. Schiele hat zweimal offensiv gewechselt. Robin Krause. Und da ist Giertz, aber der ist es nicht. Ausgleich, 85. Minute. Ja, Giertz jubelt, aber er hier ist der Pechvogel. Pius Kretschmer, schon beim 1:1 dran beteiligt gewesen. Und hier ist es ein Eigentor. Fälscht unhaltbar ab für Batz. Es ist ein 2:2, was völlig in Ordnung geht, weil Braunschweig in der zweiten Halbzeit einfach zwingender war, gieriger, mehr Tempo gespielt hat. Und vielleicht geht ja noch was. Kobylanski. In der Mitte ist Giertz, die beiden Joker. Aber der Ball gehört. Robin Krause trifft ihn nicht richtig. Zwei Assists und hier hätte er sich mit dem Tor krönen können. 2:2. Der Gegner war sehr, sehr gut. Sie haben sehr, sehr gut gespielt. Sie stehen nicht für umsonst auch da oben. Ja, nehmen wir mit. Müssen wir mitnehmen. Ich glaube trotzdem, dass wir uns ein bisschen ärgern darüber. Ich freue mich natürlich sehr über mein erstes Tor. Nichtsdestotrotz hätte ich natürlich gerne jetzt hier 3 Punkte mitgeholt. Ist ein bisschen ärgerlich. Beide Teams haben noch Luft nach oben. Das ist die Erkenntnis des Abends. Ein attraktiver Start in diesen 11. Spieltag. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.